Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einem kleinen Video von mir auf meinem Kanal. Heute werden wir das Fanatec DD Pro, die Wheelbase, auf einen Playseat bauen. Ja, ich habe hier schon mal vom Playseat die, ja, wie soll ich sagen, das oberste Teil abgeschraubt, auf dem ich jetzt versuchen werde, die Base zu montieren. Ich habe schon rausgefunden, ich versuche das jetzt auch mal hier zu zeigen. Glücklicherweise sind hier schon Löcher gebohrt gewesen und das ist ganz gut. Wir haben nämlich hier das untere und diese zwei und die können wir direkt auf der Base montieren. Das habe ich im Vorfeld schon mal kurz angetestet und genau das werden wir jetzt tun. Ich werde euch das gleich noch ein bisschen besser zeigen. Mit Hilfe der Nutensteine, wie gesagt, ich werde es euch gleich noch besser zeigen, werden wir versuchen, das Ganze hier zu montieren. So, die schieben wir jetzt hier alle mal rein. So, ich versuche euch das an der Stelle mal kurz zu zeigen. Wir müssen die Nutensteine hier so anordnen, dass wir quasi, ja, ich versuche das jetzt wirklich mal hier ganz genau zu zeigen. Wo sind wir? So. Dass wir quasi mit diesen drei Löchern hier, wie ich es gerade gezeigt habe, die Nutensteine oder die Schrauben dann befestigen können. Ja. Zum Thema Nutensteine ist mir noch Folgendes aufgefallen oder eingefallen, was ich euch noch zeigen möchte. Es ist so, diese zwei, ich nenne sie jetzt mal Aussparungen hier, die sind nicht ganz so tief wie diese in der Mitte. Ja, man sieht es jetzt hier vielleicht nicht ganz so, aber ich habe es gemerkt, als ich eine zu lange Schraubensorte erst ausgewählt hatte. Ich wollte erst mit den größeren Schrauben, die hier, oder die eine, die hier ganz rechts zu sehen ist, mit denen wollte ich alle drei festschrauben, geht aber nicht, weil ich in dieser und in dieser Schiene nicht tief genug reinkomme. Ja? Da kommt irgendwann das Gehäuse. Ich habe dann auch nochmal in der Anleitung nachgelesen, das hätte ich auch davor machen können, aber da ich nur Schrauben da hatte und nicht extra welche gekauft habe, habe ich einfach mal die versucht. Aber hier steht es eigentlich, dass wenn man quasi mit der Schraube durch den Nutenstein ist, darf eigentlich kein Gewinde länger als 10 mm noch vorhanden sein. Ich habe hier mal so einen Nutenstein daneben gelegt, neben die lange Schraube. Also bei der ist es so, dass tatsächlich da noch 10 mm Gewindegang übrig sind. Das funktioniert aber nur in der mittleren Schiene hier. Ja, also für die äußeren beiden braucht ihr kürzere Schrauben. Die haben 1 cm Gewindegang, also 10 mm. Und mit denen funktioniert es. Also da bekommt ihr den Nutenstein auch genug festgezogen, aber ohne, dass ihr wie etwa hier das Gewinde auf das Gehäuse drückt. Ja. Also hier hatte ich erst einen kleinen Fehler gemacht, darum nochmal hier an der Stelle erwähnt. Nachdem ich das Thema Nutensteine und Schrauben erörtert habe, schrauben wir das Ganze zusammen. Ja, das ist vielleicht auch der Grund, warum Fanatec keine Schrauben mitliefert, aber ich finde, das hätte man ein bisschen besser beschreiben können. Vor allem, wie lang so eine Schraube maximal dann eigentlich sein darf. Da muss man ja alles irgendwie ein bisschen selber rausfinden. Ich habe zum Glück noch zwei kürzere hier im Haus. Muss jetzt nicht extra irgendwie in den Laden fahren. Das hatte ich nämlich schon befürchtet, aber sieht gut aus. Wie gesagt, die mittlere, an der ich jetzt gerade bin, das darf definitiv eine längere Schraube sein. Längere, so. Aber die zwei außen, die müssen einfach kürzer sein. Finde ein bisschen blöd, wenn ich ehrlich bin. Aber wenn man es weiß, ist ja kein Thema. Aber man muss es erstmal wissen. Ja. So, alle drei Schrauben fest. So sieht das Ganze jetzt aus. Ordentlich schwer. Ja, diese drei Schrauben brauchen wir, diese drei Löcher, wie schon gezeigt. Ja, und jetzt montieren wir das Ganze am Playseat, beziehungsweise schieben dieses Rohr wieder rein, ballern das mit der Anzugschraube fest und dann hoffentlich hält es.
So sieht nun die Fanatec DD Pro Wheelbase auf einem Playseat aus. Also hier natürlich die Stange hier wieder reingeschoben und hier erstmal ja, provisorisch mit dieser Schraube mal auf dieser Höhe justiert und ausgerichtet, weil ja, die Höhe wird nachher dann noch angepasst, wenn das Lenkrad drauf kommt. Und dann werde ich wahrscheinlich hier sämtliche Schrauben noch ein bisschen verstellen müssen, weil der Winkel ja auch ein anderer ist. Und ja. So, als nächstes kümmern wir uns um die Pedale. Die CSL-Pedale und das Load Cell. Ich werde das Load Cell als Bremse verwenden. Und das vorgesehene Bremspedal von den CL-Pedalen werde ich mal als Kupplung montieren. Werde ich wahrscheinlich nie brauchen, so wie ich mich kenne, aber ich will es jetzt auch nicht in irgendeine Ecke stellen, das Pedal, darum montiere ich alle drei. So, die Pedale sind mal soweit montiert. Gas und Load Cell für die Bremse. Wie ich es vorhin eingangs gesagt habe, hat nicht funktioniert. Also funktionieren schon. Ich wollte eigentlich hier noch dieses Pedal ja als Kupplung quasi noch nebendran nehmen, obwohl ich es ja wahrscheinlich eh nicht benutzt hätte. Aber Fakt ist, dass bei diesen Pedalen tatsächlich die Stange von dem Playseat in die Quere kommt. Das heißt, würde ich dieses Load Cell oder ich müsste dieses Load Cell um dieses dritte Kupplungspedal montieren zu können, müsste ich dieses ungefähr hierher setzen, ja, also zwei Löcher weiter, damit ich dieses hier noch ganz außen montieren kann, also ja, ganz hier daneben. Und die Stange, die ist aber ungefähr hier von dem Playseat. Ja, also das heißt, wenn das Bremspedal, wenn das Load Cell hier wäre, ich habe es ausprobiert, ich würde die Stange nur leicht berühren, aber im Eifer des Gefechts wären die zwei Pedale hier dann so nah nebeneinander, also ohne eine Lochreihe Platz dazwischen, dass ich wahrscheinlich beim Bremsen irgendwie mal beide Pedale erwischen würde. Und dann habe ich mir gesagt, ich montiere jetzt mal nur diese beiden und wenn es mal irgendwann vielleicht noch einen anderen Simbrick gibt, vielleicht noch dieses Pedal. Aber wie gesagt, ich bin, seit ich Gran Turismo unterwegs bin, bin ich nie mit manueller Kupplung gefahren. Darum belasse ich es jetzt mal bei diesen zwei Pedalen, verkabel das Ganze jetzt hier noch. Das seht ihr jetzt natürlich aus diesem Blickwinkel nicht so super, beziehungsweise gar nicht, aber es ist eigentlich auch kein Problem. Man muss hier letzten Endes nur die zwei Pedale miteinander verbinden. Und zwar das Load Cell hier mit dem Gaspedal, das wollte ich sagen. Jetzt habe ich es endlich. Genau, Kabel sind ja alle dabei. Wir haben hier einmal das Load Cell. Eigentlich auch wunderbar beschriftet hier. Ich kann selber noch mal kurz schauen. Genau, hier geht es dann nachher zur Wheelbase. Und hier wird jetzt das Load Cell mit der Wheelbase. Das Load Cell mit dem Gaspedal verbunden. Jetzt habe ich es. Ich werde das nachher auch noch mal ganz kurz zeigen. Aber das könnt ihr auch auf der Fanatec-Webseite nachgucken, wenn ihr selber mal das Ganze hier installieren wollt oder müsst. Es ist übrigens auch so, dass die Pedale nur, das zeige ich vielleicht nachher noch, nur zwei Schraubenlöcher haben, um auf der Platte des Playseat zu montieren. Das geht, aber man braucht nur relativ lange Schrauben. Ich hoffe, dass ich da noch irgendwo welche habe. So. Und jetzt heißt das hier nachher dann von dem Load Cell an die Base. Müsste dann das RJ12-Kabel sein. Ups. Ja, das ist dann quasi das hier. Das war bei den Pedalen dabei. Also bei der CSL-Pedalpackung meine ich. Ja, das stecken wir jetzt am besten auch gleich mal nur ein. Nicht, dass wir das hier vergessen an der Stelle. Wheelbase. Klick und drin. Perfekt. So, jetzt drehen wir das Ganze mal noch kurz um, damit ich das noch besser zeigen kann. So, wir haben links das Gaspedal, rechts das Load Cell. Wir haben hier das Gaspedal mit dem Load Cell verbunden. Kabel, das dabei war. Und hier das soeben von mir gezeigte RJ12-Kabel ist es, glaube ich, das dann quasi hier vom
Wheelbase-Stecker mit dem Kabel in der Base nachher eingesteckt wird. Und das hier, das sind die zwei Montagemöglichkeiten, die wir haben, die einzigsten. Und das hier ist unsere wunderschöne Pedalplatte. Und wir haben, ich zeige es nachher nochmal besser, wenn wir das Pedal aufsetzen, haben wir nur diese Lochreihe hier zusammen mit der hier drüben zur Verfügung, um die Pedalerie anzuschrauben. Es sind auch nur zwei Schrauben, nicht mehr. Ja, weil alles andere, alle anderen Langlochabstände hier sind zu kurz, also zu eng. Ja. Aber es geht, ich hoffe es geht, kriegen wir hin. So, die Pedale sind mal soweit montiert auf der Platte. Ich möchte das an der Stelle mal noch kurz zeigen. Ich klappe die mal hier ganz hoch. Also ich habe jetzt hier unten diese Schraube und diese Schraube verwendet. Ich wollte sie erst auf dem zweiten Loch festmachen, aber das ist ein anderer Lochabstand. Also gehen nur diese zwei hier. Jetzt muss ich mal sehen. Jetzt flattert das Ganze hier natürlich ein bisschen. Bin mir noch nicht sicher, ob ich das vielleicht hier noch verschrauben kann. Da brauche ich aber dann noch Equipment. Einfach, dass das nicht so rum. Ich weiß nicht beim Fahren, ob das nachher wirklich was ausmacht, aber das werde ich ausprobieren. Ich werde jetzt erstmal als nächstes den Winkel hier einstellen, dann noch das Lenkrad montieren und dann schauen wir mal, ob wir das Ganze antesten können. So, liebe Zuschauer, jetzt geht's auf die Zielgerade, wenn man so schön will. Also ich habe jetzt hier an den Pedalen, das sieht man es hier nicht, doch man sieht es, habe da den Winkel noch mal ein bisschen besser eingestellt und ich finde, das hält jetzt auch ganz gut. Habe jetzt nur die Länge vom Playseat im Moment noch nicht genau eingestellt, weil ich hier noch ein bisschen Platz haben möchte. Lenkrad, das Herzstück des Ganzen. Ja, ich kann es mal noch kurz zeigen. Ich habe hinten diesen QR Light Quick Release Adapter montiert mit 6 Schrauben. Da gehe ich jetzt nicht näher drauf ein. Das ist eigentlich selbsterklärend, auch mit der Anleitung, die dabei war. Wir gehen jetzt einfach mal hin und montieren das Ganze jetzt mal hier drauf. Verkabelt habe ich übrigens auch schon alles. Das sollte soweit passen. Na, ich schiebe mich gerade selber hier nach hinten, weil die Schrauben unten noch nicht ganz fest sind, aber jetzt. So. Fest ist fest. So, jetzt auch hier nochmal. Ja, es wackelt natürlich schon. Bin mal gespannt, wie das danach im Spiel ist. Aber ich habe hier unten, wie gesagt, die Schrauben noch nicht ganz fest. Zumindest mal die hier vorne noch nicht. Ja, jetzt habe ich natürlich die Schraube auch noch nicht fest. Das machen wir aber nachher. Jetzt will ich das Ganze hier erstmal einfach einschalten. Ich mache jetzt mal noch gleich die PlayStation an. Im Hintergrund. So, und jetzt wird es spannend. Okay. Könnt ihr jetzt leider hier nicht sehen. Display leuchtet hier auf, zeige ich nachher noch. Die Power-LED leuchtet blau auf jeden Fall. Ich dachte eigentlich, dass das Lenkrad jetzt hier noch ein paar Kalibrierungsläufe macht. So dachte ich, hätte ich das auch mal irgendwo gesehen oder gelesen. Man soll auf jeden Fall erstmal nichts anfassen. Und wenn die Power-LED leuchtet blau, dann ist die eigentlich schon im PS5-Mode. Modus, Entschuldigung. Okay, aber mehr scheint sich jetzt hier nicht zu tun. Ich traue mich jetzt auch nicht so richtig, irgendwas zu drücken. Ah, okay. Ich glaube, ich muss die Kamera jetzt erstmal verstellen. Ich habe jetzt hier auf die Xbox-Taste mehr oder weniger gedrückt. Also Verbindung hat es schon mal. Das ist schon mal gut. Also Control ist auf jeden Fall aktiv. Power LED ist an auf blau, das heißt so viel wie PS5. Hier habe ich bisher nur gesehen, Display funktioniert auf jeden Fall. Und ich habe vorhin, wie gesagt, auf die Xbox-Taste gedrückt und dann ist auch, hat sich der Controller hier angemeldet. Mal noch ein bisschen ranzoomen vielleicht für euch. Ja, und ich kann jetzt eigentlich auch hier schon mit diesem Drücker auf jeden Fall hier durch mein Menü blättern. Also Verbindung ist auf jeden Fall da. Und jetzt werde ich das Ganze mal antesten und schauen, was sich tut, ob es funktioniert und so weiter. Ja, liebe Zuschauer, es ist endlich soweit.
Es ist endlich soweit, die Base ist montiert, das Lenkrad ist montiert, die Pedale ebenso. Ich konnte auch schon ein paar Runden fahren und ja, ich krieg's Grinsen gar nicht mehr aus dem Gesicht, muss ich sagen. Es ist einfach so ein, wie soll ich sagen, so eine enorme Verbesserung vom G29 und das ist eine ganz andere Liga. Hätte ich nicht gedacht, dass das so extrem ist, aber ja, wer es selber hat, weiß es ja. Man spürt hier einfach so viel, man bekommt hier so viel Feedback von dieser DD Pro Base. Sei es übers Curbsfahren, sei es, wenn der Wagen anfängt zu untersteuern oder wenn man übers Curb zu heftig fährt und ein Rad ist in der Luft, selbst das merkt man hier. Es ist Wahnsinn. Zur Montage selber. Base und Pedale auf dem Playseat. Es geht definitiv. Man muss ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen rumprobieren. Denn das Thema ist einfach, im Vergleich zum G29 ist diese Base und das Lenkrad jetzt gerade und nicht mehr, wie soll ich sagen, so angewinkelt. Ich muss sagen, ich finde es so aber besser. Also ich bin wirklich schon jetzt, seit der Montage, doch schon einige Runden gefahren und ich finde es sogar besser. Ich hatte irgendwie immer das Problem, dass ich im Handgelenk Schmerzen bekommen habe mit dem G29. Das ist jetzt hier anders. Ganz wichtig vielleicht noch als Info, falls ihr das auch vorhabt, euch so umzubauen. Je höher ihr natürlich das Lenkrad macht, das ist jetzt hier auch ein bisschen niedriger wie das G29, aber je höher ihr das macht, also je weiter ihr mit dieser Stange rausfahrt, desto weniger Platz habt ihr natürlich hier. Und wenn ihr das kompensieren wollt, indem ihr den Playseat auseinanderschiebt, ist dann quasi der Gegeneffekt, dass das Lenkrad wieder nach unten geht und ihr mit den Füßen nicht mehr und mit den Beinen nicht mehr an die Pedale kommt. Ist mir so ergangen und ich habe lange Beine, also ich bin 1,85 Meter und habe da eigentlich reichlich Weg, um ranzukommen. Aber ich habe jetzt einen ganz gesunden Mittelweg gefunden, muss ich sagen. Ich komme gut an die Pedale ran und ja, habe hier, glaube ich, einen ganz guten Winkel zum Lenkrad. Der einzigste Nachteil ist jetzt mit dieser Kombination, dass ich ein bisschen Mühe habe, wenn ich vom Sitz runter will oder aussteigen will, wenn man so will. Ich habe jetzt mittlerweile angewöhnt, das Lenkrad dann auch einfach wegzumachen. Dann habe ich hier ein bisschen mehr Platz. Dazu empfiehlt sich vielleicht noch der schöne Quick Release, den es noch gibt von Fanatec, mal sehen. Aber jetzt kümmere ich mich erstmal darum, um mit dem Lenkrad klarzukommen und zu fahren. Ja, will ich euch natürlich hier nicht vorenthalten. Wir gehen jetzt einfach mal kurz hier auf die Rennstrecke. Ich bin aktuell in Monza zugange, weil eben auch die World Series hier am Samstag weitergeht im Manufacturers Cup. Das ist eigentlich auch eine perfekte Strecke, um sich an das neue Equipment zu gewöhnen. Weil es eigentlich im Grunde ja hauptsächlich geradeaus geht. Ja Leute, vielleicht mal noch grundsätzlich. Es ist toll, dass hier schon viele Tasten einfach funktionieren und man die einfach so verwenden kann. Was ich allerdings noch machen muss, das konnte ich bisher noch nicht, ist ein Update der Firmware auf den Geräten machen. Das geht im Übrigen nur mit einem Windows-PC. War mir im Vorfeld eigentlich fast schon so klar, aber da ich privat nur Macs besitze, muss ich erstmal sehen, wie ich das jetzt mache. Aber gut, drehen wir hier mal noch kurz eine Runde. Also ist Wahnsinn. Man kann ja Force Feedback einstellen, das Load Cell, die Bremskraft einstellen, das ist einfach Hammer. Und man kann die Bremspunkte auch anders nehmen und vor allem sanfter bremsen, härter bremsen, ja, dass man hier quasi fast stehen bleibt. Aber es ist Wahnsinn, was hier am Lenkrad zurückkommt. Ich bin da hellauf begeistert. Wäre ja auch schlimm, wenn es nicht so wäre. In Anbetracht des Anschaffungspreises. Ist einfach unglaublich. Ich bin so begeistert. Also man kann ganz anders fahren, also da ist wirklich was dran. Man kann präziser fahren, man kann genauer fahren. So viel habe ich innerhalb eines Tages schon mitbekommen. Und
Ja, macht definitiv Lust auf mehr, ganz klar. Ich weiß nicht, ob ihr das im Video seht, aber es ist nicht so, dass hier der Playseat irgendwie nachfedert. Also ich merke das beim Fahren auch nicht, dass hier irgendwie ja, die Konstruktion nachgibt oder nachwippt. Also weder bei den Pedalen noch hier beim Lenkrad. Ich habe jetzt im Gran Turismo 7 das Force Feedback und die Empfindlichkeit auf 5 gestellt. Am Lenkrad habe ich glaube gar nichts verändert, wenn ich mich richtig erinnere. Man kann hier ja gewisse Sachen am Lenkrad direkt einstellen. Ich habe nur die Bremskraft für das Load Cell verstellen müssen. Das war anfangs auf 100%. Das ging gar nicht, Leute. Ich habe es jetzt glaube ich mal auf 25 eingestellt, einfach um anzufangen und reinzukommen und das Ganze auch zu verstehen, wie das funktioniert. Und ja, ist einfach hammermäßig. Ich kann da gar nicht mehr aufhören, das ist das Schlimme daran. Man will eigentlich nur noch fahren, fahren, fahren. Einfach Wahnsinn. Ja Leute, ich habe natürlich jetzt keinen Vergleich vom 5 Newtonmeter Netzteil von Fanatec zu dem 8er, weil ich ja nur das 8er hier habe. Aber ich kann nur sagen, es ist einfach Wahnsinn. Und ja, das Lenkrad ist einfach genial. Kann man nicht anders sagen. Kann das ja an der Stelle auch nochmal ganz kurz zeigen. Die Button Caps, die dabei waren, ist einfach eine feine Sache. Ich habe im Grunde alles Xbox-mäßige, so gut es ging, entfernt. Und habe hier die PlayStation Caps draufgehauen. Feine Sache. Macht irrsinnig Spaß und wie gesagt, zum Absteigen, zum Aussteigen. Zum Aussteigen aus dem Playseat ist es besser, das Lenkrad abzunehmen. Es geht aber sogar mit diesem Kunststoff Quick Release, der zum Schrauben ist, eigentlich auch ziemlich gut und schnell vor allem, sodass man da eigentlich keinen großen Aufwand hat. Ja Leute, unfassbar, ich habe es geschafft, mir das nach über 3 Jahren anzuschaffen. Also es hat nicht 3 Jahre gedauert, aber ich habe einfach auch auf was Preiswertes von Fanatec gewartet. Für die CSL Elite Base war ich damals zu langsam. Die gab es auf einmal nicht mehr. Und dann kam hier eben dieses Gran Turismo DD Pro raus. Aber ich bin froh, es gemacht zu haben. Es ist ein ganz anderes Fahren. Es macht unheimlich viel Spaß und ja, hoffe, dass es so bleibt und freue mich natürlich auf irre viel gute Rennen und Runden und ja, ich hoffe sehr, dass euch mein Video zu dem Thema gefallen hat und vielleicht auch weitergeholfen hat, falls ihr dasselbe hier vorhabt. Wenn ihr Fragen und Anregungen habt, gerne in den Kommentaren unten, ich beantworte das sehr, sehr gerne und ja, wenn ihr wollt, dürft ihr das Ganze natürlich sehr gerne abonnieren oder ein Like noch da lassen und dann würde es mich einfach freuen, wenn wir uns bei den nächsten Rennvideos hier Gran Turismo sehen. Am Samstag geht es weiter. Ich werde auf jeden Fall noch ein bisschen trainieren, um ja, mit dem neuen Equipment konkurrenzfähig zu sein. Bis dahin, Leute, viel Spaß beim Zocken, viel Spaß bei Gran Turismo, viel Spaß mit den Fanatec-Produkten, wenn ihr euch das auch zulegt oder schon habt. Bis dahin, Leute, bye bye, ciao, ciao.